Herzlich willkommen im Haus der Geschichte Österreich, hier vor Ort, aber auch an den Bildschirmen zu Hause. Ich freue mich sehr, dass wir Sie heute hier begrüßen können zu einer ganz besonderen Buchpräsentation. Einerseits ist es toll, dass wir wieder zusammenkommen können, wenn wir auch alle mit Masken hier sitzen, und ich darf Sie auch ersuchen, sozusagen während der gesamten Laufzeit der Veranstaltung auch die Maske zu tragen. Wir hier am Podium sind nochmal alle frisch getestet und haben uns sozusagen doch entschlossen, hier vorne die Masken auch abzunehmen, auch um die Verständlichkeit unseres Gespräches zu erhöhen. Ich hoffe, das ist so für alle in Ordnung. Wir haben heute eine Figur vor, Fritz Mandl, die wir diskutieren werden, die auf eine Art aktueller eigentlich nicht sein könnte, bedauerlicherweise. Das Thema Rüstung, das Thema Aufmunitionieren, das überholt uns ja fast tagesaktuell. Der heutige Abend aber soll wirklich gewidmet sein dem Meilenstein, dass es jetzt endlich eine Biografie zu Fritz Mandl gibt, dass wir sozusagen eine Figur, die lange im Schatten der Geschichte war, eben auch heute neu beleuchten können. Ich danke sehr vor allem der Autorin Ursula Brutsch für die Möglichkeit, dieses Buch hier im Haus der Geschichte Österreich präsentieren und vorstellen zu können. Und ich danke auch ganz besonders dem Molden Verlag für diese Möglichkeit und jetzt schon für die gute Zusammenarbeit. Und ich darf jetzt schon an Sie, Herr Oppes, übergeben und Sie um Ihre Grußworte bitten. Danke, Monika Sommer. Vielen Dank für die Gastfreundschaft hier heute Abend. Mein Name ist Matthias Oppes. Ich darf Sie im Namen des Molden Verlags sehr herzlich willkommen heißen zur heutigen Veranstaltung. Es kommt mir tatsächlich etwas unwirklich vor, nach vielen Monaten, die wir nur quasi per Internet Veranstaltungen abhalten konnten, jetzt das wieder vor Ort tun zu können. Und es freut mich sehr. Und ich hoffe, dass es uns in den kommenden Monaten auch wieder öfter gelingen wird. Sehr herzlich begrüßen darf ich die Autorin Ursula Brutsch. Ich darf sehr herzlich begrüßen die Angehörigen, die Freunde, die Bekannten der Familie Mandl und Sie alle, die Interesse an dieser besonderen Biografie haben. Vielleicht interessiert es Sie, wie wir zusammengekommen sind. Es ist immer spannend, wie Bücher entstehen, wie die Autorin und der Verlag zusammengekommen sind. Eigentlich haben wir Ursula Brutsch angefragt als Autorin für unsere Frauenbiografienreihe. Und dann ist etwas sehr Unerwartetes passiert. Diese Autorin, die 2015 eine Biografie über Eva Peron geschrieben hat, und deswegen haben wir sie auch angefragt, diese Autorin hat uns plötzlich die Biografie eines Mannes angeboten. Und zwar die Biografie eines Mannes, der wirklich eine sehr schillernde Persönlichkeit war. Und Verlagsmenschen sind es gewohnt, sich von solchen positiven Überraschungen gleich in Bann ziehen zu lassen. Und natürlich haben wir nicht lange gezögert und haben beschlossen, dass wir dieses Buch sehr gerne im Molden Verlag herausbringen. Also, das war die Geschichte zu diesem Buch, und das ist das Schöne eben am Verlagswesen, dass manchmal auch unerwartete Dinge passieren. Erlauben Sie mir noch zwei Sätze zu sagen zur Person Fritz Mandl, weil mich das sehr beschäftigt hat. Sie beginnen in der Einleitung gleich und stellen diese Person als Grenzgänger dar. Und für mich ist das Wort Grenzgänger ein Wort, das verschiedene Lesarten kennt. Eine Lesart ist, dass hier eine Person beschrieben wird, die an ihre eigenen Grenzen geht und die andere Personen an ihre Grenzen bringt. Und diese Person auch einen Charakter hat, der die Spannung dieser Grenzerfahrung aushält. Und ich habe mir so vorgestellt, dieser Fritz Mandl sitzt am Verhandlungstisch und schließt Geschäfte ab. Und auch aufgrund seiner physischen Präsenz, die aus den Bildern spricht,
kann ich mir vorstellen, dass es für sein Gegenüber kein leichtes war, in diesen Verhandlungen zu bestehen. Also das ist die eine Lesart. Die zweite Lesart ist, dass ein Grenzgänger tatsächlich physisch und ideologisch über die Grenzen geht. Und das ist das Spannende an dieser Biografie, die österreichische Zeitgeschichte erzählt, die aber auch internationale Zeitgeschichte erzählt. Und dieser Fritz Mandl als Grenzgänger, der sozusagen auch die Seiten wechselt und die Perspektiven wechselt, das ist das Hochspannende an dieser Biografie. Und ich freue mich, wenn wir jetzt in der anschließenden Diskussion mehr über diese schillernde Persönlichkeit erfahren. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Kommen und wünsche uns einen interessanten Abend. Danke. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, wir sitzen hier eigentlich mitten in einer Ausstellung. Das Pinke sozusagen ist eine Sonderausstellung hier des Hauses der Geschichte mit dem Titel Heimat großer Töchter, Zeit für neue Denkmäler. Wir zeigen in dieser Ausstellung Strategien von Frauen, wie sie sich Gehör verschafft haben, wie sie gesellschaftliche Umstände durch Irritationen, durch Aktionismus oder andere Handlungsweisen verändert haben. Es hätte gut sein können, dass wir auch Hedy Lamarr, von der heute sicherlich auch noch die Rede sein wird, in dieser Ausstellung thematisiert hätten. Ja, sie ist eine jener Frauenfiguren, die in der österreichischen Geschichte in letzter Zeit eigentlich eine Neuentdeckung, eine Wiederentdeckung sind. Und trotzdem holen wir jetzt, und in dieser Situation bin ich wirklich zum ersten Mal, einen Mann aus dem Schatten einer ziemlich berühmt gewordenen Frau hervor. Ich freue mich, dass wir das tun können, und ich darf Ihnen jetzt unser Podium hier vorstellen. Hier zu meiner Seite Autorin Ursula Brutsch, herzlich willkommen noch einmal und Gratulation wirklich zu diesem absolut spannenden Werk. Ursula Brutsch ist Professorin für die Geschichte der Amerikas an der LMU in München. Ihr zur Seite Herr Sachs-Lehner vom Molten Verlag, Historiker und profunder Kenner der österreichischen Zeitgeschichte, ebenfalls Autor zahlreicher sehr wichtiger Bücher. Ich würde sagen, er ist auch ein Pionier eigentlich von NS-Täterbiografien. Aber ich glaube, aktuell ist auch sein jüngstes Wien-Buch im Molten Verlag erschienen. Und ich freue mich ganz besonders, Fritz Mandl Junior heute hier begrüßen zu können, in einer vielleicht nicht ganz einfachen Rolle, nämlich als Enkel der besprochenen Person und der hier im Buch beschriebenen Person. Vielen Dank auch fürs Kommen und vielen Dank auch für die Möglichkeit, dass dieses Buch überhaupt entstehen konnte. Denn die Tatsache, dass die Familie Mandl bereit war, den Familiennachlass über Fritz Mandl zu öffnen, war natürlich ein wesentlicher Meilenstein, der zur Genese dieses Buches hier geführt hat. Ich möchte noch einmal an den Punkt zurückgehen, an den Herr Oppes schon kurz den schon kurz angedeutet hat. Das war der Moment, wo ihr euch als Verlag, als Autorin gefunden habt. Aber davor lag ja eigentlich deine Entdeckung oder Wiederentdeckung sozusagen der Figur von Fritz Mandl. Was hat dich an ihm gepackt? Warum hast du dem Verlag eine Biografie über ihn vorgeschlagen? Also du hast Hedy Lamarr erwähnt, und es war nicht Hedy Lamarr, die mich zu Fritz Mandl gebracht hat. Fritz Mandl begleitet mich seit 1992, als ein Kollege an der Universität Wien mir einfach einen Aufsatz
ins Fach gelegt hat von einem kanadischen Historiker, The Neutralization of Fritz Mandl. Da dachte ich mir, interessant, habe das durchgelesen, zur Seite gelegt. Und dann war ich immer wieder für diverse Projekte in der National Archives in Washington. Das war zum einen meine Habilitation über die USA und Lateinamerika im Zweiten Weltkrieg. Das war dann die Eva Perón-Biografie und das sind ja äußerst spannende Akten in diesem Archiv. Vor allem habe ich mir mal angeschaut, die Korrespondenz zwischen dem Außenministerium, dem State Department und dann eben in Buenos Aires der Botschaft. Und ich suchte nach Eva Perón, ich suchte nach spannenden Geschichten und immer wieder tauchte Fritz Mandl auf. Ne? Als spannender, sinistrer Österreicher, dem man nicht so ganz trauen kann, der mächtig ist, der vielleicht zu mächtig ist. Und dann dachte ich mir, eigentlich müsste man über diese Person schreiben. Und ich wusste aber nicht, wie. Und durch ein großes Glück habe ich dann die Tochter Puppe Mandl kennengelernt in Wien. Und dann Fritz Mandl. Und dann dachte ich mir, Fritz Mandl ist eine Biografie, die geschrieben werden muss, weil sie auch die Geschichte des Österreichs erzählt im 20. Jahrhundert und darüber hinaus. Aber wenn ich jetzt nur die Archivmaterialien habe in Washington, dann später in London, also diese Außensicht, dann auch viele Geheimdienstberichte, die man ja auch hinterfragen muss in ihrem Wahrheitsgehalt, das ist ja auch recht problematisch, dann kann ich keine Biografie schreiben. Und schließlich hat mir die Familie dann den Nachlass angeboten zur Durchsicht. Und das sind tausende von Dokumenten, also in hauchdünnem Papier. Fritz Mandl ist eines Tages mit zwei IKEA-Säcken aufgetaucht bei uns in der Wohnung und hat dann dieses Material, das unglaublich schwer war, gebracht. Und plötzlich hat sich eine ganze Persönlichkeit entfaltet. Also das ging so weit, dass sogar Stoffproben eines Sofas in einer Wohnung in Buenos Aires in diesem Nachlass war. Whisky-Rechnungen, Kleiderrechnungen, Schmuckrechnungen, Berechnungen. Ja? Also ein Material, von dem man eigentlich nur träumen kann, wenn man versucht, einer historischen Biografie so etwas wie einen Körper zu geben und dann auch einen Geist. Und daraus ist dann einfach eine spannende Geschichte eines Grenzgängers entstanden. Herr Mandl, wie ist dieser Nachlass sozusagen in die Familie gekommen? Wir haben ja doch hier auch mehrere Kontinente, die in diesem Leben eine Rolle gespielt haben. Da geht sicherlich auch oft viel verloren und trotzdem ist die Familie in den Besitz dieses Nachlasses gekommen. Und vielleicht könnten Sie uns auch einen kleinen Einblick darin geben, welche Diskussionen Sie vielleicht auch geführt haben, ob denn man diesen Nachlass wirklich öffnen soll oder einer Historikerin übergeben soll, die noch dazu den Anspruch erhebt, sozusagen einen wissenschaftlichen Blick auf die Person zu werfen. Also es ist ja kein Auftrag gewesen, eine geschönte Biografie zu schreiben, sondern eben eine wissenschaftlich fundierte. Und ich denke, das ist absolut keine Selbstverständlichkeit und das möchte ich auch explizit aussprechen, dass die Familie sich eben entschlossen hat, hier wirklich einen auch schonungslosen Blick auch zuzulassen. Beginnen möchte ich mit einer kleinen persönlichen Anmerkung. Das ist eh schon vorher gesagt, Fritz Mandl. Ich bin eigentlich in meinem Leben gewöhnt, dass ich die Frage kriege, wer ist Fritz Mandl? Die Frage ist, wer war Fritz Mandl? Bringt mich immer ein bisschen zum Schmunzeln. Aber ja, das zu Ihrer Frage des Nachlasses. Der war eigentlich immer da. Und das Erstaunliche an meinem Großvater, und wir werden sicherlich noch mehr darüber reden, ist die Vielschichtigkeit seiner Persönlichkeit, der so viele Interessen hatte und er hat über sein Leben wirklich in einer Genauigkeit Buch geführt, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, selbst in einer Zeit der Computerisierung, wo man alles festhalten kann, glaube ich nicht oder ich kenne niemanden, der also über fast jeden Teil seines Lebens so genaues Buch führt und wie nach seinem Tod, wie also dann langsam alle Besitztümer sich natürlich nicht mehr da waren, kann ich mich erinnern, dass ich auf einem am Dachboden einer Wohnung in Buenos Aires meine Tante gesagt, die also viele Dinge aufgehoben hat und ich weiß nicht, ob sie jemals gedacht hat, dass ein Buch draus wird, aber ich weiß, dass sie heute sehr glücklich ist, dass das Buch draus geworden ist. Ich habe gesagt, das sind diese Unterlagen und ich habe mich hinaufgesetzt auf diesem
Dachboden und habe angefangen, ein bisschen zu stöbern. Und da ist mir ein Brief in die Hand gefallen von einer, ich weiß nicht mehr, wer das war, einer Person, die meinem Großvater dankt für die Unterstützung, die er während oder nach dem Krieg gegeben hat. Und ich bin damals auch mit der Idee aufgewachsen, mein Großvater war eine bekannte Persönlichkeit, aber eigentlich im Licht der Geschichte sehr negativ gesehen. Und da lese ich diesen Brief und habe mir gedacht, was steht da eigentlich? Und habe meine Tante damals gebeten, dass wir das aufheben können. Und so ist diese Papiere, diese schweren Papiere, haben dann ihren Weg gefunden von Argentinien nach Österreich. Und dann war die Frage, was passiert, aber ich habe mich nie getraut, sie wegzuwerfen. Und ich glaube, da war ein bisschen Fügung dabei, dass sie letztlich in den Händen von der Ursula Busch gelandet sind. Und zur anderen Frage, wie sieht die Familie das? Ich glaube, es gab natürlich, wie immer bei solchen Sachen, und es sind doch noch einige engste Verwandte heute da, also das Interesse in der Familie ist auch groß, gibt es einige, die mehr Passion haben und andere, die weniger haben. Und bei mir war die Passion oder ist die Passion dafür sehr groß und so war sie auch bei meiner Tante. Und ich habe schon vorher ein bisschen geforscht in die Vergangenheit meines Großvaters. Das gab ein anderes Buch schon. Und in dem Zusammenhang, wie die Ursula dann gesagt hat, wer interessiert, ein Buch zu schreiben, war eigentlich ganz klar, dass der Nachlass dafür her muss. Die Ursula hat mir damals ein Versprechen abgenommen. Sie hat gesagt, ich muss aber so schreiben, wie ich mir das vorstelle und ich muss auch einen kritischen Blick haben. Und ich habe zu ihr gesagt, perfekt, weil das, was wir wollen, ist eigentlich eine objektive Betrachtung der Situation. Und aus dem heraus war dann eigentlich gar keine Frage, dass wir damit einverstanden sind. Und dann hat die Ursula noch etwas gemacht. Ich würde mal sagen, es war vielleicht nicht so ein Konsens in der Familie am Anfang über das, aber wir haben uns auch nicht viel Gedanken gemacht, ganz ehrlich. Und Ursula hat dann Schritt für Schritt wirklich jeden der engsten Verwandten besucht und mit viel Geduld das Thema Buch dort zur Sprache gebracht. Und kein einziger war dagegen. Und letzten Endes ist das eigentlich der Konsens für das Buch heute. Also ein großes Lob, nicht nur für die Qualität des Buches und für das, was drinnen steht, sondern auch für die Arbeit, die dahinter steckt. Ja. Darf ich da kurz dazwischen? Ich glaube, es gibt Probleme. Genau, es wird schlecht. Ja, wir sprechen in Mikrofone, die sind hier alle angebracht bei uns. Wenn Sie... Ja, dann nehmen wir halt das... Ja, das ist wichtig. Danke für die Rückmeldung, wenn wir das gleich an die Regie weitergeben können. Okay, dann werden wir einfach ein bisschen lauter sprechen. Okay. Genau, Dankeschön. Ja, Herr Sachs-Lehner, der Molten Verlag ist ein sehr versierter Verlag im historischen Sachbuchbereich. Herr Opitz hat es schon erwähnt, Sie haben jetzt auch versucht, sozusagen einen eigenen Frauenschwerpunkt dort aufzubauen, ergänzend zu den anderen Publikationen, die im Molten Verlag erscheinen. Was waren trotzdem die Erwartungshaltungen auch des Verlags an dieses Buch, das ja doch einerseits ein österreichisches Thema umfasst, aber auch ein sehr internationales Thema? Ja, das ist völlig richtig. Wir haben, ich muss ehrlich sagen, sehr viel diskutiert, wie wir dieses Buch auch gestalten, wie wir es vorstellen, wie wir die Botschaft des Buches und diese Persönlichkeit so bringen können, dass es auch wirklich die Leser erreicht. Wir kennen ja alle den historischen Buchmarkt, den Sachbuchmarkt, und wir haben uns gesagt, wir müssen ein bisschen anders werden. Deshalb auch die etwas eigenwillige Covergestaltung. Also wir haben versucht, neue Wege zu finden, um wirklich die Leser und Leserinnen neugierig zu machen auf diese Persönlichkeit, die, zu dieser Meinung sind wir in der Diskussion gekommen, einfach wichtig ist und die es verdient, in einem Buch dargestellt zu werden. Das heißt, Fritz Mandl war bis jetzt eine Leerstelle, würde ich sagen, eine Leerstelle in der österreichischen Geschichtsschreibung.
Und das haben wir jetzt mit diesem Buch geschlossen. Vielen Dank, Usche, für dieses Verdienst. Und ich glaube, es ist das Buch so geworden, dass es tatsächlich auch das hält, was wir angestrebt haben. Das heißt, Zugänglichkeit bietet, dass es viele Anknüpfungspunkte bildet. Auf der einen Seite Hedy Lamarr, wenn das jemand sucht, diese Geschichte. Aber auf der anderen Seite auch die politische und wirtschaftliche Bedeutung, ökonomische Bedeutung für die Geschichte der Ersten und Zweiten Republik. Und darüber hinaus würde ich sagen, auch noch am Rande für die Monarchie. Es beginnt ja die Geschichte von Hirtenberg in der Monarchie. Und da haben wir auch einen Blickpunkt gefunden, der ganz ungewöhnlich ist. Und nicht die Sichtweise von Arthur Schnitzler und Hoffmannsthal und Peter Altenberg, sondern der Blick und die Perspektive aus der Industriewelt der damaligen Zeit. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man hier auch die Perspektiven wechselt. Das ist ja auch schon erwähnt worden von Matthias Oppes, Perspektivenwechsel, neue Zugänge, neue Blickpunkte und dann vor allem auch natürlich die Bedeutung von Fritz Mandl für den sogenannten Ständestaat, aber vorher schon natürlich auch für die Erste Republik in Bezug auf die Heimwehr. Und da bietet das Buch, glaube ich, ganz neue, oder ich erwähne jetzt die berühmte Waffenaffäre, die Hirtenberger Waffenaffäre, dass das ganz neue Erkenntnisse sind, die wir hier gewinnen können, abgesehen dann von der Geschichte dann danach, die natürlich auch spannend ist mit der Emigration nach Argentinien und der Rolle, die Fritz Mandl hier gespielt hat. Also insgesamt, glaube ich, ein Buch, das einfach viele Anknüpfungspunkte für Leser und Leserinnen bietet, die sich für österreichische Geschichte, aber nicht nur für die österreichische Geschichte interessieren, sondern auch für eine Persönlichkeit, die viele Facetten hat, ja, die einfach spannend ist, die zum Nachdenken anregt, würde ich sagen. Für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben, es gibt heute auch die Möglichkeit, es hier käuflich zu erwerben. Wir haben ein großes Glück, dass es das Buch gibt, denn Ursula Brutsch, und das schreibst du auch im Vorwort, ist auch von vielen Seiten ganz anders beraten worden, wie sie denn mit diesem historischen Stoff umgehen soll. Zeitgeschichte kann man ja auf unterschiedlichste Arten und Weisen vermitteln. Ein sicherlich möglicher Zugang wäre beispielsweise auch eine Verfilmung gewesen. Ich habe auch beim Lesen immer wieder daran gedacht, eigentlich ist das ein Stoff für eine Netflix-Serie. Absolut. Es ist gut, dass jetzt sozusagen der Verlag der Erste war, der da gleich zugeschnappt hat bei dieser spannenden Materie. Vielleicht folgt die Verfilmung noch. Du hast aber auch geschrieben, Uschi, im Vorwort sozusagen, es geht dir auch darum, diese Uneindeutigkeit dieser Person herauszuarbeiten. Kommt aus einer assimilierten jüdischen Familie, er paktiert dann trotzdem mit den Nazis, er finanziert die Heimwehren. Also hattest du vielleicht auch ein bisschen Sorge, dass das in einem anderen Medium sozusagen vielleicht nicht so differenziert vermittelt werden könnte? Nein, die Sorge hatte ich nicht. Er hat übrigens auch nicht mit den Nazis paktiert, sondern er hat mit den Nazis gerungen, ja, um seinen Besitz. Nein, ich bin halt Historikerin, keine Dokumentarfilmerin, aber du hast mit Netflix-Serie genau das richtige Wort verwendet. Ich glaube, die meisten von uns schauen gerne Serien in unserer Freizeit. Und was mich schon auch die ganze Zeit beschäftigt hat, als klassische Universitätshistorikerin, wie schreibe ich Bücher, wo ich nicht gleich einmal auf 20 Seiten Theorie Arabesken dann wälze? Wieso sind Netflix-Serien sehr erfolgreich, auch bei historischen Stoffen? Ist es nicht die Aufgabe eben auch von uns Historikern, Historikerinnen, und das sieht man ja auch bei dir im Museum, Geschichte möglichst an ein größeres Publikum zu vermitteln? Und dann ist die Frage, wie schafft man Komplexität
bei einer so spannenden Persönlichkeit, die sehr widersprüchlich ist, wie wir alle widersprüchlich sind in unseren Existenzen. Wie kann man Komplexität praktisch vermitteln an ein größeres Publikum? Eben wie du gesagt hast, jemand, der Täter ist, der Opfer ist, der sich zum Faschismus bekennt, der aber gleichzeitig von einem Nationalsozialisten verfolgt geworden wäre, weil er hätte nicht rechtzeitig Europa verlassen. Wie vermittelt man das? Und wie schafft man einen Spannungsbogen oder mehrere Spannungsbögen? Und was, glaube ich, am Anfang auch mich fast zur Verzweiflung gebracht hat, angesichts erstens einmal des sehr spannenden Familiennachlasses, aber es war ja nicht nur der Familiennachlass, den ich bearbeitet habe. Ich musste eine Außensicht finden und habe dann eben recherchiert in London, in Weimar, im Bundesarchiv Berlin, in Wien, Haushof und Staatsarchiv, wo spannende Sachen zutage gekommen sind. Aber was mache ich mit diesen vielen, vielen Dokumenten und Personen in einer Geschichte, die im späten 19. Jahrhundert beginnt, die 1977 endet, aber dann auch weitergeht? Wen lasse ich weg? Wen gebe ich hinein? Und das war wirklich, wirklich spannend. Und ich hoffe wirklich, dass auch die universitäre Geschichtsforschung das besser übt, weil wir nie gelernt haben zu schreiben. Niemand hat uns gesagt, wie schreibt man eine Geschichte? Und vor allem eben, wie kann man, also ich bin auch überzeugt, man kann einem Publikum auch durchaus eine Komplexität zutrauen. Und die Frage ist eben, und das glaube ich, damit sollten wir uns an den Universitäten viel stärker beschäftigen, ist, wie vermittelt man das? Wenn jetzt natürlich jemand kommen würde und sagen würde, er macht einen Film oder eine Netflix-Serie, wäre ich natürlich sehr begeistert. Aber dann würde ich schon auch darauf drängen, dass bei einer Serie nicht wieder das Schema Gut, Böse, Täter, Opfer hier thematisiert wird, sondern dass zumindest Komplexität erhalten wird. Und das, glaube ich, kann man schon vermitteln. Wie ist das in der persönlichen, in der privaten, in der familiären Rezeption? Ja, haben Sie Ihren Großvater als gut, als böse, als beides für sich verbucht? Also ich habe ihn nur als Enkel gekannt. Und als Enkel hat man immer seine eigene Vorstellung von seinem Großvater. Er war eine liebe Person. Und das meine ich so. Das war also mein Eindruck. Er war sicher nicht der, der mich mit mir jetzt im Auto in das Eisgeschäft nebenan gefahren wäre. Das hat er nicht gemacht. Aber ich habe grundsätzlich keinen schlechten Eindruck. Uns war aber sehr wohl bewusst, dass er eine spezielle Persönlichkeit ist. Und in der Aufarbeitung des Buches, hört man mich jetzt? Ich hoffe, ja. Vielleicht schauen Sie sich noch lauter. Oh, Sie einen Daumen hinten, das ist okay. Sie können sich ruhig mehr zum Publikum wenden. Ja. In der Aufarbeitung der Person haben wir natürlich in der Familie auch viel drüber geredet. Ist natürlich herausgekommen, dass jeder so seinen eigenen Eindruck hat von ihm. Also man kannte ihn natürlich unterschiedlich. Die Kinder sind über eine 30 Jahre Spanne gewesen. Also die älteste Tochter, 30 Jahre älter als die Jüngste. Die jüngste Tochter, auch eine kleine Anekdote, ist 6 Wochen jünger als ich, aber meine Tante. Also das sagt auch schon einiges. Und ich glaube, er lässt sich nicht in Gut oder Böse einteilen. Ich glaube, die Geschichte möchte ihn gerne als Böse darstellen. Und wir haben vorher das Thema Ukraine angesprochen. Wir haben uns vorher auch schon darüber unterhalten. Das wäre die perfekte Gelegenheit gewesen. Und ich glaube, ein Fritz Mandl hätte da zugegriffen. Aber ich glaube, wenn wir heute ein bisschen differenzierter drauf schauen, was bedeutet das eigentlich? Das ist auch ethisch eine unglaublich schwierige Frage. Und das ist sicherlich nicht gut zu heißen, grundsätzlich. Und er hat auch als Person, und davon habe ich auch immer wieder Dinge gehört, eine sehr harte Seite gehabt in der Familie. Er war nicht sehr angenehm in seinem Umgang manchmal. Er hatte auf der anderen Seite eine Seite gehabt, und ich habe das vorher schon beschrieben mit dem Brief. Er hat unglaublich viele Leute unterstützt während dem Krieg, nach dem Krieg, und war ein unglaublich loyaler Freund. Also seine Freunde, glaube ich, hätten ein sehr anderes Bild gegeben als seine Feinde. Und ich glaube, für uns als Familie war ganz wichtig, dieses in dem Buch einmal eine objektive Betrachtung zu kriegen, weil das, was wir gehört haben, das bis heute nicht anders ist, ist eben eine Person, die von unterschiedlichen Blickwinkeln
aber in der Regel eigentlich mit Klischees immer verhaftet wird. Also die Hedy Lamarr gehört zu unserer Familie, aber ist jetzt nicht dominierend in unserer Familie und ihre Biografie hat sicher nicht dazu beigetragen, weil dort wird er nicht gut porträtiert. Die Neutralization of Fritz Mandl, das ist kein Buch, wo er also wirklich gut wegkommt. Und letztes Jahr ist ein Profilartikel erschienen, ich weiß nicht, wer ihn gelesen hat, und der Profilartikel endet mit der Schurke Fritz Mandl. Und ich habe mir gedacht, wie kannst du anders als da einen Eindruck kriegen, dass an der Person nichts Gutes ist? Und diese andere Seite ist aber deswegen, finde ich, so wenig beleuchtet, weil mein Großvater kein Mensch war, der viel auf Publizität gehalten hat. Er war eigentlich ein relativ anonymer Mensch. Man glaubt es kaum, aber es war so. Und man kennt diese Seite nicht. Und das war eine Seite, die in der Familie und von seinen Freunden schon da war. Also ich glaube, in so ganz kategorischen Gut oder Böse einzuteilen, ist sehr schwer. Und es würde vermutlich, aber können wir nachher noch drüber reden, auch nicht ganz erklären, warum er eigentlich dann die Hirtenberger zurückbekommen hat. Also wenn er ganz böse gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich nicht gelungen. Also es müssen unglaublich viele Schichten an der Person gewesen sein. Und Ursula gelingt das hervorragend, das in dem Buch wirklich herauszuarbeiten, ohne Position zu ergreifen. Ja. Jetzt haben wir schon gesprochen über seine Rolle auch bei der Finanzierung der Heimwehr. Herr Saxena, haben Sie das Gefühl, dass jetzt die österreichischen Geschichtsbücher, vor allem was die umstrittenen 30er Jahre betrifft, neu geschrieben werden müssen, neu bewertet werden müssen? Wir wissen alle, dass es nach wie vor in Österreich Jahre sind, die von unterschiedlichsten Ideologien unterschiedlich bewertet werden oder von unterschiedlichen Seiten anders benannt, anders betitelt werden. Wenn ich ganz kurz auch die Brücke zum Haus nochmal schlagen darf, auch bei uns war hier eine große Diskussion, wie wir denn die Jahre 33, 34 bis 38 im Haus der Geschichte Österreich benennen sollen. Ständestaat, Austrofaschismus, Kanzlerdiktatur. Wir haben uns dann sozusagen für eine ganz eigene Bezeichnung, eine neue, die wir eingeführt haben, entschieden, um auch quasi aus diesem ideologischen Dilemma, aus diesen Aufladungen herauszukommen und trotzdem klar zu bewerten, das war eine Diktatur. Also wir im Haus der Geschichte Österreich verwenden für diese Jahre den Begriff Dollfuß-Schuschnigg-Diktatur, aber wir wollen jetzt keine Begriffsdebatte führen. Mir geht es jetzt eigentlich um den Punkt sozusagen, was muss jetzt in den Geschichtsbüchern verändert werden? Ja, ich glaube, dass man zumindest nachschärfen muss. Das, glaube ich, zeigt das Buch sehr deutlich und das auch vor allem in Bezug auf die Jahre vor 1933, also vor allem für den Zeitraum 1931, 32, 33. Wir haben im Buch den Begriff, der erstmals, glaube ich, jetzt auftaucht, nämlich Mandl-Stahenberg-Verschwörung. Das heißt, was ganz deutlich hier gezeigt wird, dass es eine Opposition zu Dollfuß-Schuschnigg gab aus dem Bereich der Heimwehr, die Fritz Mandl ganz wesentlich befeuert hat. Mit Geld, aber auch organisatorisch. Es wird im Buch sehr schön gezeigt, was hier veranstaltet wurde. Auch die Rolle der italienischen, des Presseattachés, des italienischen Gesandten in Wien, wie dieses Zusammenspiel gewirkt hat, um gegen Schober zunächst und dann gegen Johann Schober und dann auch gegen Dollfuß zu agieren. Und Fritz Mandl, das ist ganz wichtig, war kein Freund von Dollfuß und war kein Freund von Schuschnigg. Da gab es also durchaus, das ist ganz wichtig. Und vielleicht um die politische Genese von Fritz Mandl auch zu sehen. Er war fasziniert vom italienischen Faschismus. Ich glaube, das kann man so sagen. Was war das Faszinierende? Das war auf der einen Seite diese Inszenierung, diese politische, diese mit Symbolen, die aus der Antike übernommen wurden, aus der römischen
Welt. Und das war auch, das war dieser Glanz, glaube ich, das war diese Glorie des Faschismus, die mitgekommen ist. Fritz Mandl hat immer, glaube ich, da wirst du mir zustimmen, eine große auch Neigung zum Adel, zur Aristokratie vielleicht, wenn man das so sagen kann. Ja, das war einfach, was ihn fasziniert hat. Also es war diese alte Ordnung, die da auch irgendwie mitgekommen ist, mitgespielt hat. Er war sicherlich jetzt nicht der, also das, er war nicht der, wenn man das so sagen kann, unter Anführungszeichen der faschistische Theoretiker oder, ich glaube, das kann man nicht sagen, aber er hatte klare politische Vorstellungen. Das heißt, er hat Starhemberg, der sein bester Freund war, wesentlich unterstützt. Man träumte von einem Marsch auf Wien, man träumte tatsächlich von der Machtübernahme. Also das heißt, Fritz Mandl hatte tatsächlich einige Zeit lang sehr, sehr konkrete Vorstellungen, was in Österreich passieren soll. Er hatte so eigentlich geliebäugelt mit einem Putsch. Kannst du uns noch ein bisschen einen Einblick geben, wie war seine Beziehung zu Österreich? Hat er sich als Österreicher verstanden? Ja, und wie? Ja. Also ich denke mir, das zieht sich durch sein ganzes Leben. Also jemand, der sich in der Monarchie wohlgefühlt hat, erstens einmal persönlich, durch die Familienbeziehungen, auch dieses großräumige Denken. Und dann war sein Vater schon sehr, sehr erfolgreich, Alexander Mandl, als Rüstungspatronenproduzent und hat diesen Großraum Monarchie auch wirtschaftlich besonders genützt. Und im Exil hat Fritz Mandl dann auch immer wieder reflektiert darüber, warum es diese Monarchie nicht mehr gibt. Und hat das zwar begründet, sehr pragmatisch, und hat gesagt, die Jugend würde keine Monarchie mehr wollen. Und deswegen könne er sich auch durchaus anfreunden mit einer Art von, er hat es jetzt nicht Europäische Union genannt, aber letztendlich war es so etwas, mit einem großen europäischen Wirtschaftsraum, wo er allerdings das protestantische Deutschland nicht drinnen haben wollte, sondern die katholischen Gebiete. Aber er hat dann darüber reflektiert, was das bedeutet für einen Unternehmer wie ihn, wenn dann plötzlich dieser Großraum Monarchie mit 54 Millionen Menschen zusammenfällt und dann bleiben 6 Millionen übrig und es gibt lauter Zollgrenzen und kein großes Unternehmen kann mehr überleben. Und was jetzt die Zwischenkriegszeit betrifft, und da stimme ich dir vollkommen zu, er war ein großer Freund von Mussolini und hat auch für sich den Begriff des Faschismus verwendet. Also, und es war Dollfuss für ihn zu wenig faschistisch, weil für ihn Dollfuss zu sehr Agrarier war. Also für ihn war Dollfuss jemand, der im Landbund verankert war, der zu sehr die Landwirtschaft im Blick hatte und zu wenig Industrie, Infrastruktur. Und das hat er dann eben im italienischen Faschismus gesehen. Und noch dazu gab es im italienischen Faschismus keine selbstständigen oder sehr, selbstständig ist nicht das richtige Wort, aber selbstbewusste, politisch emanzipierte Arbeiter. Und das war für ihn natürlich auch ideal. Und ich denke mir, er hat eine Zeit lang, um auf dieses Österreich-Bild zurückzukommen, den Nationalsozialismus unterschätzt und dachte auch aus einer unternehmerischen Sicht, zur Not macht man halt Geschäfte, aber ideologisch selbstverständlich kein Nazi. Und dann hat er gesehen, plötzlich, dass er von den Nationalsozialisten immer als Jude definiert wird, sogar schon vor 1933. Und dann hat er sich eben zurückgezogen aus seinen Geschäften in Deutschland und hat dann geglaubt, dieser italienische Faschismus und die Unterstützung von Mussolini wäre eben eine gute Möglichkeit, um sich zu verteidigen gegen den Nationalsozialismus. Das dachten ja viele, wenngleich er sich damals einredete, der Faschismus sei eigentlich die wahre Demokratie. Das muss man auch sagen. Und da war er ja nicht allein in Österreich. So hat Salazar in Portugal argumentiert, natürlich aus heutiger Sicht nicht mehr akzeptabel. So hat Getúlio Vargas in Brasilien argumentiert. Also es stellte sich vor, dieser Faschismus ist ein ideales österreichisches Regime, wo jeder seinen Platz hat, hierarchisch geordnet und stabil, weil das Parlament ja nur seine eigenen Interessen vertreten würde. Und dann hat er sich eben auch gedacht, und das war eine Mischung aus Eigennutz, aber eben auch Vorstellung seines Österreichertums,
dass man freilich aufrüsten müsse und gewappnet sein müsse, sollten die Deutschen es ernst machen und in Österreich einmarschieren. Und tatsächlich, und ich denke mir, das ist auch eine neue Perspektive in dieser Ersten Republik, dass Österreich, was jetzt Munition betrifft und vermutlich auch Waffen durch Steyr, besser gerüstet war, aufgerüstet, als wir uns das denken, wenngleich dann 1938 natürlich die Überlegung war, wenn man jetzt sich wirklich verteidigt, hat man gegen ein Drittes Reich, das 10-mal so viel Rüstungsindustrie hat, überhaupt eine Chance. Aber dieses Österreichertum war ganz massiv, also er war nie ein Deutschnationaler, im Gegenteil. Und dann im Exil ohnehin. Also das ist das, was mich wirklich sehr fasziniert hat. Und zwar Fritz Mandl hat das Österreichische stärker kultiviert als Stahenberg. Weil Stahenberg hat sich ziemlich eingelebt in Argentinien, hat dann dort Mate-Tee getrunken, Asado gegessen, in irgendwelchen, auch in einer Estancia von Fritz Mandl gelebt, jagen gegangen. Und Fritz Mandl hat in seiner Einrichtung, in seinem Essen, in seiner ganzen Perspektive das Österreichische die ganze Zeit vor sich hergetragen. Wenn er in New York essen gegangen ist, war es ein österreichisches Restaurant, das Hermann Leopoldi gehört hat. Und immer wieder auch der Vergleich, wenn er dann sagt, ja, La Cumbre in den Bergen bei Cordoba, das ist wie Schwarzau. Und also immer diese Österreich-Vergleiche, die übrigens auch Exilanten wie Stefan Zweig haben, das kommt immer wieder vor, es ist fast ein Topos. Und das Interessante war dann eben auch, dass er als Geschäftsmann auch am Krieg profitiert hat. Er hat Anteile an einem Schifffahrtsunternehmen gehabt und war natürlich interessiert, also wenn der Krieg dann tobt, dann macht man mehr Gewinne. Gleichzeitig ständig die Angst, wenn jetzt Bomben auf Wien fallen, ja, wenn dieses Österreich nicht mehr da ist, in das er unbedingt zurückkommen will, das war wirklich ein sehr starker Motor. Und er hat sofort, als der Krieg aus war, also dann Ende 45, sofort geschaut, wo sind die alten Freunde, leben sie noch und wie kriegt man die Besitztümer zurück. Also die Hirtenberger Patronenfabrik, aber dann auch die Wohnung in Wien, das Gut in Schwarzau. Und das hat er betrieben mit Ludwig Draxler vom ersten Moment an. Das ist ja dann auch geglückt, zumindest zum Teil. War dieses Thema des Österreicherseins oder war das für Sie auch noch ein Thema in seiner Beziehung mit ihm? Ich glaube nicht so bewusst, wie Ursula das gerade beschrieben hat. Ich glaube, er war sehr österreichisch und im Nachhinein, wenn man darüber nachdenkt, dann kommt das auf. Wir haben uns eigentlich damit nicht auseinandergesetzt. Man hat sich mit ihm eigentlich gar nicht so auseinandergesetzt. Er wollte das auch nicht. Er hatte ja auch keinerlei Bezug zu seiner eigenen Vergangenheit gehabt, hat das auch nicht hergestellt. Wir haben, es war vorher die Marie-Thérèse Arnbaum da, mit der wir ja sehr viel auch gearbeitet haben. Dank ihr haben wir überhaupt herausgefunden, wer unsere Verwandten sind. Wir wussten das ja gar nicht. Und das war für ihn vollkommen unwichtig. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, ist eigentlich der Motor, und ich muss sagen, wir lernen ja selber alle aus diesem Buch. Ja. Wir haben selber vieles nicht gewusst. Er war ein Homo economicus im besten Sinne. Für ihn war die Wirtschaft der Erfolg. Ich glaube, er war kompetitiv. Ja. Also ich habe gestern wieder eine Geschichte gehört, wenn man mit ihm Bridge gespielt hat, das war nicht lustig, weil er musste gewinnen. Und man weiß, wie das ist, wenn man mit solchen Persönlichkeiten ist. Das ist einfach kein Spaß. Und er war getrieben. Und ich glaube, es war für ihn absolut wichtig, im Business zu gewinnen. Und ich glaube, er hat wirklich gelitten, wenn es ihm nicht gelungen ist. Und wo immer es war, das war eigentlich seine Mission. Und ich glaube, dass er die Zeit in Argentinien wahrscheinlich als Zwischenstufe gesehen hat, mit dem Wunsch, wieder nach Österreich zurückzukommen. Die genauen Beweggründe liegen uns allen fremd, aber wir wissen auch, dass er gleich wieder da war. Ja. Also das war sicher jemand, für den der berufliche Erfolg und der Erfolg dessen, was er getan hat und das Hier und Jetzt, ein ganz starker Motor war in allem. Also du hast ihn als rastlos beschrieben, als Workaholic. Ich habe ihn so nicht in Erinnerung natürlich, aber ich kann mir das anhand eines Buchs jetzt sehr gut vorstellen. Ja. Du hast ihn aber auch beschrieben als einen, der eigentlich immer eine klare Struktur braucht, der
man könnte auch sagen, unflexibel ist, sozusagen mit neuen Situationen. Gleichzeitig hat er ja offenbar ökonomisch gesehen ein großes, geschicktes Händchen gehabt und da war er ja sehr wohl flexibel. Ja, also dem stimme ich vollkommen zu, vor allem was mich auch wirklich verblüfft hat, nicht nur jetzt sehr geschickt als Unternehmer mit der Firma in Hirtenberg, aber eben auch dann in Holland, in der Schweiz, gemeinsam mit der Rüstungsfirma Rheinmetall aus Düsseldorf, dann zur Zeit der Monarchie in Ungarn, dann aber auch noch in Deutschland, in Polen. Also ein Netzwerk von Firmen, das ist äußerst spannend. Aber was mich beeindruckt hat, und das wusste ich nicht, da habe ich mich dann besprochen mit Kollegen vom Institut für Zeitgeschichte in München, die ja ganz explizit Forschung zum Dritten Reich machen. Das ist der Schwerpunkt in München. Und habe diese Geschichte geschildert und ein Kollege sagte dann, der sich sehr, sehr gut auskennt bei Arisierungen, er kennt niemand anderen in der deutschsprachigen Geschichte, der es geschafft hat, mit den Nationalsozialisten quasi um die Arisierung zu verhandeln. Und das muss man sich einmal vorstellen. Also da mussten dann Nationalsozialisten, Abgeordnete in die Schweiz ins Hotel Dolder, typisch für ihn, er ist immer in denselben Hotels abgestiegen, hat dann auch da und dort das Gleiche gegessen. Aber da saßen die im Hotel Dolder mit dem Schweizer Bankier und der hat es geschafft, dann doch rechtzeitig zu verstehen, die Nationalsozialisten haben hier Österreich durchaus im Blick und wollen das annektieren und hat dann den größten Teil seines Firmenkapitals, die Aktien, in die Schweiz transferiert und hat dann auch noch einen französischen Politiker zu einem Aktionär gemacht. Und da hatten die Nationalsozialisten ein Riesenproblem, haben dann ihre Experten, ihre Juristen geholt und die haben gesagt, die Schweizer wie die Deutschen, man möge sich ja nicht auf einen Prozess einlassen mit ihm, weil die Chancen, den zu gewinnen, stehen 50-50. Ne? Und das war dann so spannend auch zu sehen, also die Marie-Therese Adbaum hat das in ihrem Buch, hat da einige spannende Dokumente schon publiziert und dann bin ich eben auch nach Weimar und wenn man dann auch sieht, was die Nazis für Probleme hatten, das zu rechtfertigen, ja, vor der eigenen Hierarchie, ja, mit einem Juden überhaupt zu verhandeln und dass er das durchgezogen hat, das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend und die mussten ihm dann quasi für diese Hirtenberger, freilich hat er enorm viel verloren, ja, er hat ein weitaus mehr verloren, als da und dort behauptet wird, aber trotzdem mussten sie ihn zum Teil auszahlen. Und das, finde ich schon, ist äußerst spannend und da sieht man auch diesen Weitblick. Wenn er dann, wie du zu Recht sagst, dann im privaten Leben eine sehr klare Struktur braucht und auch möchte. Ne? Und alles einfach berechnet, damit er weiß, was er davon von Dingen zu halten hat. Herr Sachs-Lehner, Sie haben ja auch das Cover angesprochen des Buches. Wir haben noch nicht sozusagen den Habitus, die Lebensgewohnheiten sehr stark thematisiert von Fritz Mandl. Das Cover spielt an auf seine Art, sich zu kleiden, auf die frische Nelke, die immer in seinem Knopfloch war. Ja, das war eine Bordeaux. Rote Nelke. So viel Zeit muss sein. Wie wir gehört haben, ja. Wir haben das im letzten Augenblick im Buch korrekt dann eingefügt. Eine Bordeaux-rote Nelke. Keine rote, sondern eine Bordeaux-rote. Haben Sie eine These sozusagen oder eine Vermutung, warum, also was vielleicht auch dieser Habitus sozusagen, der zu dem beigetragen hat, dass hier Fritz Namerhandel auch quasi von den Nazis als Verhandlungspartner angenommen wurde? Ja, er war ein Geschäftsmann und er war ein Weltmann, ein Mann, der zu leben wusste, das glaube ich, kann man so sagen. Er war ein Mann, der zu leben wusste, der das gute Leben auch schätzte. Wir haben hier im Buch ja auch die Stationen verzeichnet. Also dann
Was ich auch bemerkenswert finde, dass er 1938, im Sommer 1938, an der Côte d'Azur das Château de Pin erwirbt, also eigentlich nach dem Anschluss und vor dem Krieg und trotzdem, wo eigentlich schon die Angst da sein müsste, ja, an Côte d'Azur, geht das gut oder wird das gut gehen, dass, wenn der Krieg kommt, dann ist das ein Ort, der vielleicht nicht sicher ist, aber er hat sich da nicht beirren lassen und er ist ja auch aus der, wenn ich das richtig erinnere, aus der Emigration oder aus dem Exil in Argentinien dann, ich glaube Ende 38 zurückgekommen zum Skifahren oder im Winter 38, 39 zum Skifahren in St. Moritz. Das heißt, es gab bestimmte Rituale in diesem Leben, die er eingehalten hat, also Côte d'Azur im Sommer, im Winter St. Moritz. Die besten Hotels haben wir schon gehört, Grand Hotel, Dolda in Zürich, in Venedig, das Danieli in Paris, habe ich jetzt vergessen, welches Hotel es war? Hotel Crillon. Crillon, genau. Also er hatte genau seine Stationen und hatte dort auch fixe Rituale, was das Essen betrifft und natürlich auch was die Kleidung betrifft. Also der Nadelstreif war ein ganz wesentlicher Punkt. Was ich vielleicht noch ergänzen wollte, was wir vorher gehört haben, diese Flexibilität, das war natürlich auch von Anfang an zu sehen. Also man muss sich vorstellen, Fritz Mandl ist mit 20 Jahren in die Firma gekommen. Also sein Vater Alexander hat ihn mit 20 Jahren nach Hirtenberg in die Firma geholt. Mit 24 Jahren war er praktisch der Chef. Mit 30 war er Generaldirektor, ja, der Hirtenberger AG. Also das heißt, als ganz junger Mann hat er unter ganz schwierigen Umständen dieses Unternehmen auch führen müssen. Es gab, was auch ein Thema im Buch ist, ein großes Thema, also die Aufgabe oder die Herausforderung, die Friedensverträge von Versailles und von Saint-Germain zu umgehen. Ja. Es waren ja eigentlich Waffenlieferungen verboten ins Ausland oder auch die Frage, dürfen wir Munition liefern? Und das hat er sehr geschickt dann umgangen mit diesen Firmenkonstruktionen, die wir jetzt schon erwähnt haben, in der Schweiz, in Polen, auch in den Niederlanden. Also das war eigentlich sehr, sehr flexibel, sehr, sehr geschäftstüchtig, würde ich sagen. Und auch später, also wenn ich mich erinnere jetzt an die Zeit in Argentinien, wo er große Ideen hat, also dieses Think Big, das war für ihn ganz typisch. Ja, also die Zusammenarbeit etwa mit dem Ex-Präsidenten von Peru, mit Oscar Benavides, wo man Kohlenminen in Peru betrieben hat. Dann war die Idee, diese Kohle nach Argentinien zu schiffen, dort Stahlwerk oder ein Stahlwerk zu betreiben. Also wirklich ganz groß gedacht. Also Fritz Mandl war wirklich ein Geschäftsmann durch und durch und war also getrieben von diesem, ich weiß nicht, ob er Workaholic war, aber er war getrieben von diesem Impuls, Geschäfte zu machen, es Erfolg zu haben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich. Woher kommt dieser Mut zu dem Think Big? Gibt's da, kann man das vermuten? Ist es die Familie? Seine Sozialisierung? Es ist schwer zu sagen, aber ich glaube, dass die Zeit ist eine Zeit, die wir bis heute nicht wirklich verstehen. Und ich glaube, uns ist bewusst, dass die Zeit damals, Ende der Ostmonarchie, die Zwischenkriegszeit, eine prägende Zeit für Österreich und Europa war. Und er kommt aus einem Hintergrund, einem jüdischen Hintergrund, also wir waren bis zu meinem Urgroßvater jüdisch, der ist dann assimiliert. Und in Österreich hat das Judentum ein perfektes Umfeld gefunden, um künstlerisch, wirtschaftlich, medizinisch tätig zu werden. Die Monarchie war dem grundsätzlich positiv gestimmt und die Familie war wirtschaftlich getrieben. Also wir hatten Weizenhandel ursprünglich. Und dann kamen wir über Umwege in den Besitz einer Munitionsfabrik. Man stellt sich das vor, also dass man hat so wie, ich weiß nicht, heute irgendein anderes Geschäft, ein Süßwarengeschäft, na, kaufe ich halt eine Munitionsfabrik.
Man hat zuerst in Wien eine Munitionsfabrik gehabt, eine kleine, und ist dann in Hirtenberg eingestiegen in die von auch einem jüdischen Eigentümer, Serafin Keller, damals gehaltene Patronenfabrik, hat aber sehr schnell sich dort irgendwo breit gemacht und letztlich den Serafin Keller dann hinausgeboxt und hat aus dieser Fabrik begonnen, etwas zu machen. Und war aber von diesem Wirtschaftsgedanken unglaublich geprägt. Und ich glaube, im Hintergrund dieser Perspektive ist mein Großvater aufgewachsen, mein Urgroßvater sehr geschickt, aber ein Lebensmittelchemiker, also vielleicht jetzt nicht mit der Wirtschaft unbedingt als absoluten Motor, denn für ihn war auch sehr die Technologie wichtig. Und da kam mein Großvater rein. Und ich glaube, das Faszinierende des Buches ist, die Zeit war unglaublich dynamisch damals. Also die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war furchtbar. Ich glaube, wir haben sowieso keine Erinnerung, aber man kann sich das schwer vorstellen. Und da gab es Möglichkeiten, so wie immer in schwierigen Zeiten. Und ich glaube, mein Großvater war einer derer, die diese Möglichkeiten maximiert haben. Und sich dann auch noch durch bewusstes politisches Agieren, natürlich in einem Metier, das den politischen Hintergrund brauchte, sich dort irgendwo seinen Weg gesucht hat und das extrem erfolgreich gemacht hat. Und ich glaube, da dieses Geschick besessen hat, einerseits durch diese Komplexität durchzuschauen und zu wissen, mit wem muss ich und wie, hat sicher auch Rückschläge erhalten. Die Hirtenberger ist in den 20er Jahren einmal komplett abgebrannt. Und aber nie den Mut verloren. Und also ich würde sagen, im klassischen Sinn heute würde man sagen, ein Top-Manager, der einfach sich nicht durch negative Dinge, durch die ganze negative Presse, durch das ganze Thematisieren des Judentums, das ja auch nicht angenehm war, sich einfach nicht beirren hat lassen und seinen Weg gegangen ist. Und in dem Zusammenhang dann den Erfolg hatte, den er eigentlich immer haben wollte. Ja. Diese Eigenschaft wird ja heute auch oft als resilient beschrieben. Und trotzdem lässt mich jetzt der Punkt jetzt nicht ganz los, den Sie vorher angesprochen haben, sozusagen mit dieser schlechten Nachrede eigentlich. Sie sagen, der Schurke. Ja? Als der wurde ja lange Zeit rezipiert, bis zum jetzigen Moment, wo wir dank Ursula Brutsch eine differenziertere Einschätzung vorliegen haben. Ich würde ganz gern bei dem Punkt noch kurz bleiben und die Frage stellen, war es vielleicht auch die Kontinuität des Antisemitismus nach 1945, die auch ein Schäuflein dazu beigetragen hat, zu dieser schlechten Nachrede? Ja, das würde ich nicht ganz von der Hand weisen. Ich glaube, eine sehr komplexe natürlich Frage, aber mir fällt da gerade die Volksstimme ein, die geschrieben hat nach 1945, der Heimwehrmandl ist schon wieder an der Grenze. Ja? Also da klingt dieser antisemitische Unterton schon an. Und es gab in Wien eine starke Opposition. Ernst Fischer, glaube ich, hat da auch eine Rolle gespielt, also der Chef der österreichischen Kommunisten, der aus der Immigration in Russland zurückgekommen ist. Also man wollte eigentlich haben, dass Fritz Mandl nicht zurückkommt, ja, dass die nicht der Heimwehrmandl. Ja, du zitierst im Buch einmal den Julius Deutsch, der damals in der Ersten Republik im Parlament noch gesagt hat, der jüdische Schieber Fritz Mandl. Ja. Also das hat eine Rolle gespielt. Das war im Unterbewusstsein oder in der politischen, wie soll ich sagen, in dieser politischen Befindlichkeit, in dieser Mentalität schon noch da. Würdest du diese Einschätzung auch teilen? Auf jeden Fall. Und ich denke mir, Antisemitismus war in den 30er Jahren äußerst verbreitet in den verschiedensten politischen Parteien, besonders natürlich im Heimwehrumfeld. Das ist klar, und bei den illegalen Nationalsozialisten. Aber ich denke mir, was noch dazu kommt, da nach dem Zweiten Weltkrieg ist eben dann die Position, die ich vollkommen verstehen kann von Seiten der Sozialdemokratie und der Kommunisten, wo dann sagt, da kommen jetzt die Faschisten zurück, die quasi den Nationalsozialismus oder die Diktatur durchgesetzt haben, die eine Vorstufe zum Nationalsozialismus war. Und die sagen jetzt, sie sind Opfer. Und die kommen jetzt, also vor allem Mandl und Starhemberg, und wollen ihre Güter zurück. Ja? Und das zusammen ist natürlich äußerst
schwierig gewesen und auch durchaus aus der Position einer Historikerin verständlich. Ne? Und dann wurde dann eben gesagt, ja, Restitution ist eben für diejenigen, die Opfer des Nationalsozialismus sind. Und das waren die beiden eben. Also wäre Fritz Mandl in Österreich geblieben, dann wäre es ihm so gegangen, wie zum Beispiel dem Robert Winterstein, der dann in Buchenwald ermordet worden ist. Es saßen ja viele Austrofaschisten dann in Konzentrationslagern, in KZs. Also sie sind sozusagen aus einer Zeithistoriker-Sicht Täter, was den Austrofaschismus betrifft, aber sie sind Opfer, was den Nationalsozialismus betrifft. Und dann natürlich zurück zu wollen, die Güter haben zu wollen, und dann kommt die Politik in Österreich und was du auch gesagt hast, kaum jemand wollte ja Exilanten zurückhaben. Es war ja Madecke einer der ganz wenigen. Die anderen haben gesagt, ja bloß nicht. Ja, wir müssen bei einer Stunde Null beginnen, ja, und da braucht man nicht die Leute, die da ins Exil vertrieben wurden, um vielleicht dann nachzudenken, was hat man alles falsch gemacht. Aber da kommt sehr vieles zusammen und dann die Vorstellung, jetzt sind die dann wieder da. Also Antisemitismus, ehemalige Austrofaschisten und dann natürlich eben Leute, die dann erinnern an die Zeit vor 1945. Und für Ernst Rüdiger Stahlenberg war das ja dann der Tod. Also der hat einfach einen Herzinfarkt bekommen, ja, nachdem er seine Güter nach vielen Kämpfen zurückbekommen hat. Und dann wurde er eben in Vorarlberg attackiert von einem Journalisten und er war ohnehin sehr herzkrank und dann war sozusagen, hatte er von seinen zurückgegebenen Gütern nichts mehr und ist dann eben verstorben vor Ort. Und ich denke mir, wir haben auch darüber geredet, dass das auch ein Grund war, dieses Nicht-Willkommen-Heißen, gerade dieser politisch sehr exponierten Persönlichkeiten, dass sich dann ein Fritz Mandl nach dem Zweiten Weltkrieg dann eher zurückgezogen hat, ne? Und jetzt in Wien nicht unbedingt sehr präsent war. Du lehrst ja die Geschichte der Amerikas. Vielleicht gehen wir auch noch mal an den, ein bisschen spulen wir noch mal sozusagen noch auch auf diesen Punkt zurück. Wie kamst du der Entscheidung Argentinien? Ja, also Argentinien vor allem durch Fritz Mandl. Ne? Also ich habe natürlich vorher. Nein, ich meine die Entscheidung von Fritz Mandl sozusagen nach Argentinien zu gehen. Das ist eine wichtige Frage, die an zweierlei anknüpft. Erstens einmal gefiel ihm Buenos Aires gut, weil es sehr europäisch war. Ne? Und mit den USA kam er nicht zurecht. New York war ihm zu hektisch. Dann auch vielleicht der New Deal und der Roosevelt mit seiner starken Arbeiterpolitik. Das ist das eine. Das andere ist das, weil wir vorher auch geredet haben über Fritz Mandl als Mann, der groß gedacht hat. Ich denke mir, was auf jeden Fall noch stärker recherchiert werden sollte, ist die Rolle der Habsburger Monarchie als Ort von ja, Rüstungsindustrie, Stahlindustrie, man denkt sich die Monarchie immer sehr stark als Gebilde mit spannender Kultur und Künstlern und Wien und Jugendstil, aber dass hier einfach auch große internationale Unternehmen da waren, die leistungsfähig waren, die im europäischen Wettbewerb stark waren, das vergisst man. Und mir ist bewusst geworden, auch um auf deine Frage zurückzukommen, dass Fritz Mandl einfach in Argentinien so gute Kunden hatte. Also die Hirtenberger Patronenfabrik hatte bereits um die Jahrhundertwende in Lateinamerika, und das ist Mexiko, Kolumbien, Chile, nicht so sehr Brasilien, da waren die Franzosen stärker, aber vor allem Argentinien, Paraguay, Bolivien, einfach gute Abnehmer. Und viele Militärs waren Patroneneinkäufer in Hirtenberg gewesen. Und das ist auch spannend, weil das gerade, ich arbeite in München, dann ist immer der Blick sehr stark, das waren die Deutschen. Ne? Deutsche Rüstungsunternehmen, deutsche Waffen, deutsche Patronen. Freilich waren die Deutschen auch sehr stark in Argentinien und Chile, aber man sollte die Habsburger Monarchie nicht unterschätzen. Und Fritz Mandl wusste genau, wenn er da jetzt ankommt, Ende 1937, dann hat er in den Militärs diverse Leute, Berlinger, Bertinet, dann auch Rodolfo Jeckling, der 2 Jahre in Hirtenberg war, die waren alle, die kannten das Unternehmen, die kannten die Patronen, die hatten oftmals die Gewehre von Steyr. Das muss man auch dazu sagen, es gab ja ein Joint Venture über Jahrzehnte zwischen Steyr Gewehren und Hirtenberger Patronen, Kolumbien, Mexiko, die hatten alle Steyrer Gewehre
Und dann ist klar, dass dann die Patronen von Hirtenberg wichtig waren. Und das war letztendlich auch das Interesse von Fritz Mandl, obwohl er wusste, er kann da jetzt nicht auftauchen. Noch dazu, die antisemitische Presse war sofort da. Er kann nicht auftauchen und sagen, er macht jetzt eine Patronenfabrik, sondern er hat dann halt versucht, Räder, also Fahrräder und dann die Stahlfabrik und dann, wenn man schon Fahrräder und Stahl produziert, dann natürlich auch die Patronen. Und das war genau das Ziel, bevor die Amerikaner ihn gestoppt haben, im Grunde genommen diese Patronen herzustellen, die Hirtenberg hergestellt hatte. Und die Herausforderung war halt die, er hatte die Maschinen nicht, weil Hirtenberg arisiert war. Das waren die Wilhelm-Gustloff-Werke. Also versuchte er dann zu alten Zeichnungen von Maschinen zu kommen, zu den Patenten zu kommen, hat halt herumgefragt. Aber die Vorstellung war im Grunde genommen, ein Mini-Hirtenberg in Argentinien aufzubauen. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, sozusagen dein Appell, ja, auch noch mehr Industriegeschichtsschreibung in Zukunft zu verfolgen, auch als einen Beitrag einer Globalgeschichte. Du hast angesprochen die Habsburger Monarchie. Ich habe schon Leuten gehört, dein nächstes Buchprojekt, auch das dürfen wir jetzt, glaube ich, hier schon verraten. Das beschäftigt sich ja mit einem ganz einem anderen Thema, aber vielleicht möchtest du dem Publikum schon einen kleinen Ausblick geben, auf was wir uns dann als nächster freuen dürfen. Und in der Zwischenzeit hoffe ich, dass viele von Ihnen sich vertraut machen werden mit der Biografie von Fritz Mandl. Soll ich das jetzt noch verraten? Unbedingt. Es ist wieder eine Biografie, Schuld ist der Molden Verlag. Diesmal ist es wirklich eine Frau, es ist quasi der Anti-Mandl, wenn man so will. Es ist Leopoldine von Habsburg, die in jungen Jahren nach Brasilien geschickt wurde, um den brasilianischen Thronfolger Pedro zu heiraten. Also es wird Brasilien und Österreich im frühen 19. Jahrhundert sein. Der Nachteil ist, ich kann keine Interviews mehr führen. Und da muss ich mich dann eben mit den Quellen aus dem Haushof und Staatsarchiv begnügen. Ja, dann vielen herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch und für den Einblick, den wir Ihnen hoffentlich vermitteln konnten in diese neue Biografie von Fritz Mandl. Ich darf Sie noch mal herzlich einladen, den Büchertisch zu nutzen. Ich darf Sie aber natürlich auch einladen, für allem diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal hier heute im Haus der Geschichte Österreich sind, auch noch in unsere Ausstellung zu gehen. Wir werden jetzt dann hier dann gleich die Tür noch öffnen. Sie sehen hier eine Ausstellung, die Ihnen einen Überblick geben soll über 100 Jahre österreichischer Zeitgeschichte. Wir steigen ein mit den Chancen einer Zeitenwende, wie wir das benannt haben, mit den Jahren 1918 bis 1920. Und Sie werden sehen, dass wir bis in die jüngste Gegenwart auch gehen, also auch Themen wie Fridays for Future, wie Black Lives Matter, kommen in unserer Ausstellung schon vor. Wir versuchen sehr, am Puls der Zeit zu agieren. Und ja, wir nutzen unsere gute Lage hier am Heldenplatz auch für Sammlungsaktivitäten. Und unser jüngster Sammlungszuwachs, der stammt beispielsweise von letzten Sonntag, vom Lichtermeer, das hier auf dem Heldenplatz stattgefunden hat, als Solidaritätssymbol für die Ukraine. Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Interesse. Danke fürs Kommen, danke fürs Zuschalten auch an den Bildschirmen zu Hause. Ja, bleiben Sie gesund und kommen Sie gerne wieder. Vielen herzlichen Dank.